dürfen jetzt nicht wegschauen. Welches Kind ist, und dürfen die anschreiben. Das heißt, wir könnten jetzt aufgrund der dringenden... Aber so Informationsschreiben, wie es gewesen ist, das können wir auch machen. Ein Informationsschreiben können wir in die Postkasten hineinstecken, wo drauf steht, dass genau dieser Beschluss umzusetzen ist, in diesem kleinen Gebiet. Also alle, also diese Straßen südlich des Bahndamms, in dem Definition. Okay, südlich der Weserbahn, die Straßen Weizenweg, Flurgasse, Getreideweg, das tut noch das war's. Die Wassergasse ist davor, die kann rausgehen. Das heißt, wir haben beim Kinder drei Volksschule, das Kindergarten, Hauptschule und MMS. Ja, oder Mittelschule. Die kommen ja auch nicht rüber zu den öffentlichen. NMS muss dann aber bitte, muss wirklich rechtzeitig jetzt von den Eltern gebucht werden, dass die rechtzeitig dann beim GKB-Bus sind, weil die müssen dann trotzdem irgendwo umsteigen und auf der B70. Und die Volksschüler können auch bis zur Schule brauchen. Ja, und Schüler können bis zur Schule. Wenn ihr das dann zum Bushaltestell braucht, dann können wir nur wegen der. Den Bus hat sich böse vor der Schule. AHS, ihr tatsächlich schlicht man es gar nicht, ja, das können wir nicht überprüfen. Wir können nur nachvollziehen, wir kriegen die Rechnung oder die Abrechnung vom Bus sämtliche Fahrten für den betroffenen Zeitraum, die von Weizenweg, Getreideweg, Flurgasse in der Früh und zu Mittag, beziehungsweise wenn der Schule länger dauert, am Abend getätigt werden, sind in diesem Raum ersetzbar im Bürgerservice. Machen wir es überhaupt gleich mit der Rechnung oder der Abrechnung und nicht mit der Gustmobilkarte, weil das ist für die Leute am einfachsten. Wer in diesem Zeitraum einen Transport fährt mit dem Gustmobil zur Erreichung Schule, von mir aus auch Arbeitsplatz für die Leute, die da hinten wohnen, machen wir es gleich großzügig in die 1,5 Monate, das sein wird, kennen alle, die da hinten wohnen, mit dem Bustmobil gefördert von der Gemeinde zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel bzw. Schulbus bzw. Volksschule oder Kindergarten. Aber das Volksschule, ne? Ja genau, das Volksschule. Jeder muss das im Gemeindeamt dann wieder sich holen. Ich hab nur die Frage praktisch dazu. Wenn die Kinder, wenn ein Kindergartenkind in das Bustmobil einsteigt, kriegt er eine Rechnung. Der muss es ja bezahlen auch. Wie müsst das mit kleinen Kindern 4, 5 Jahre oder mit Schulkindern, 1. Klasse, 2. Klasse. Ja, ich glaube, dass die Kindergartenkinder eh nicht fahren werden, oder? Weil die müssen ja sowieso gefiert werden. Die Kinder können 4-Jährige allein zum Kindergarten aufgehen, oder? Es gibt Kindergarten. Aber die Kindergartenkinder, die jetzt schon mit dem Bustmobil fahren, die sind bisher auch entweder selber, die nicht gefahren sind, sind geführt worden. Und die anderen, die sind jetzt eh schon drinnen. Wir müssen nur das Fußmobil, das ist ein guter Hinweis, informieren, dass die das nicht fahren können, weil die dort gefahren sind. Die sowieso gefahren sind. Es gibt sicher welche, die haben das sowieso schon in Anspruch genommen. Die haben das dann aber eh schon großzügig geplant und eingebucht. Aber mit der Karte. Das tägliche Fahrt, mit der Karte. Alle anderen müssen sie jetzt eben schnell zusammenreden und müssen schauen, dass sie das Fußmobil möglichst, weil es wird ja auch günstiger, wenn du zu mehr fährst. Das heißt, es ist schon im Interesse, dass alle das Plattel haben. Die Nachbarn dort ist ein kleines Gebiet, kennen sich ja. Das heißt, die reden sich zusammen, weil da kommt einer mit dem Auto, holt 5 Leute ab und fährt dann 4 zum Beispiel und lässt dann den, der zur B70 zum Bus muss, weil er in die NMS Moskirchen muss, aussteigen bei der Haltestelle, fährt mit den anderen weiter, Volksschule, Kindergarten und wieder zurück. Beginn der Bauarbeiten ist 26. Oktober? Nein. Beginn der Bauarbeiten ist in der nächsten, was habe ich geschrieben, diese Woche, Flurgasse Sanierung, übernächste. KW 37 ist der Baubeginn, wobei da die Schwere kann ich jetzt nicht dezidiert sagen. Das könnte aber, ich kann morgen leider nicht dabei, am Donnerstag leider nicht dabei sein, bei dieser Besprechung mit der GKB noch einmal genau thematisiert werden, die wird da unten abgehalten. Dort könnte der Herr Polansek euch diese Frage ganz genau beantworten. Wir werden von Gemeindeseite. Dann ist KW 39 gewesen, wenn jetzt 37 ist. Dann werden wir von Gemeinde das nochmal nachvollziehen, ab wann wirklich das Fußläufige überqueren nicht mehr möglich ist und von diesem Zeitpunkt an wird's. Und genau daraufhin werden wir das Schreiben ausarbeiten, so wie das jetzt war. Und da wird eben hineingeschrieben, dass man in dem Zeitraum das Bustmobil rückvergütet bekommt, wenn man mit einer Rechnung, einer Aufzeichnung, einer Abrechnung, wenn man sowieso vielleicht so erwarten hat, dann kannst du dann online die Abrechnung ausdrucken, alles für diesen Zeitraum wird rückvergütet. Wer damit einverstanden ist, bitte nochmal Zeichen dazu schreiben. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Somit sind wir am Ende des öffentlichen Teils angekommen und ich bedanke mich bei den Zusehern fürs Kommen.